Pass auf, Kind, geh nicht so nah ran. Du könntest dich verbrennen. Wenn sie will, kann Mutter Natur grausam sein, ha? Huh? Einst dachte ein Mann, er könnte ihr ihre Kräfte nehmen und sie für sich verwenden. Stell dir das vor. Vielleicht erzähle ich dir heute eine neue Geschichte. Von Abenteuern, von dunkler Magie und von Conan. Hör zu. Ich erzähle dir eine Geschichte aus einem Zeitalter, als glanzvolle Königreiche verstreut waren, wie Schleier über den zahllosen Sternen. Hierher kam Conan, der Chimerier, mit schwarzem Haar, grimmigem Blick, das Schwert in der Hand, ein Dieb, Plünderer, Krieger, um die juwelenbesetzten Throne unter seinen Füßen zu zertreten. Conans Streben nach Abenteuern und Gold führte ihn nach Balmoria, einer Insel verlassen im Meer des Westens. Er erreichte schließlich ein längst vergessenes Grabmal auf der höchsten Spitze. Und dort kämpfte er. Du hast das Siegel gebrochen. Du gehörst nicht hierher. Kehre zurück nach Chimerien, sonst stirbst du. Geburt der Hölle! Das ist das Ende deines erbärmlichen Lebens. Ich werde dich vernichten. Ein streunender Köter weniger. Come.
Die Statuen leben. Lebens. Wie ein Kind. Welche Dämonen sind wohl hinter dieser Tür? Du da, du Missgeburt. Wirst du jetzt auch lebendig? In die Tiefen der Hölle mit dir! Conan wollte diesen Schatz für sich haben. Aber so sollte es nicht sein. Conan suchte nach einem Juwel. Was er aber fand, war ein Monster. Es wurde dunkel. Conan trieb viele Tage auf den Wellen dahin. Er wusste nicht, wie lange schon. Dann nahm das Schicksal seinen Lauf.